Hallo, liebe Freunde der Elektromobilität. Ich sage heute mal nicht Tesla-Freunde. Ich sitze nämlich hier in einem Verbrenner. Oh yeah, what the heck is going on? Ja, eigentlich ja, sitze ich ja auch beim Tesla Supercharger im Moment. Da schaut mal dahin. Ich hoffe, es ist einigermaßen scharf. Ja, genau. Hier warte ich jetzt gerade auf den Jerome Brunel. Ich kann ja mal gucken, ob ich tanken kann. So. Ja, da bin ich wieder. Das ist eine ganz kurze Geschichte. Ich war gestern auch schon hier in Supercharger Aachen, weil ich mich mit einem Kunden getroffen habe aus Belgien, der einen Kunden hier besucht hat in Aachen, also in der Nähe von Aachen. Und da waren wir hier gemeinsam und haben ja auch schon geladen und so und geredet und gequatscht. Und dann sind wir zum Kunden gefahren. Und als ich zum Kunden gefahren war, war plötzlich so vorne von einem von den beiden Rädern irgend so ein Klack, 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 als wäre da so ein richtig dicker, fetter Stein in dem Profil drin, im Reifenprofil. Und ja, bin noch weitergefahren. Dann vom Kunden wieder zurückgefahren, war das Klackern immer noch da. Ich habe hier am Supercharger wieder geladen, hab geguckt nach dem Reifen, war nix. Und dann bin ich auf die Autobahn und bin mal so schön 200 gefahren und dann auf einmal Bums gemacht und anscheinend ist dieser Stein, der sogenannte Stein, rausgeflogen aus dem Profil und es war dann ruhig. Und dachte, okay, Problem gelöst. Dann fahre ich raus in Rastatt an der Autobahnausfahrt, auf einmal kommt eine Lampe, niedriger Reifendruck vorne rechts. Okay, dachte ich mir, ja, das war vielleicht doch kein Stein. Eventuell war es doch, es fährt ja einer einen Supercharger. Nee. Eventuell war es halt doch was anderes, ja, ein Nagel oder so. Und dann hatte so richtig schön im Display der Reifendruckanzeiger runtergezählt. Also von 3,1 Bar geht es da los, glaube ich, war es. 2,5, 2,4, dann wurde es gelb, 2,3, 2,0. Ja, und dann bin ich mal rechts rausgefahren an der Tankstelle und habe versucht, mal ein bisschen Luft nachzutanken. Und auf einmal ist mehr Luft rausgegangen als rein. Und okay, dachte ich, na gut, dann fahre ich zum Reifenhändler. Und er hat weiter runtergezählt. Auf einmal wurde die Anzeige rot. Und bis runter auf 0 Bar. Und dann hat er gesagt, also bei 0,5 Bar kam dann eine Anzeige im Display, ich soll doch rechts ranfahren und das Auto sicher abstellen. Und ja, dachte ich mir, mache ich das, ne? Bin ich auf den Bordstein hoch rangefahren, geguckt. Ja, also das Auto war ein bisschen runter, aber nicht viel. Man sah nicht, dass da keine Luft mehr drin war. Also diese Run-Flat-Reifen sind hervorragend. Und es gab so ein komisches, kratzendes Geräusch, wenn die Felge da auf diesem Run-Flat-Profil gelaufen war. Und dachte ich mir, ah, scheiße, ja. Und es waren noch 500 Meter zum Reifenhändler. Bin ich vorgelaufen, habe gefragt, kann ich noch fahren? Sagt er, ja, langsam. Also wieder zurückgelaufen, wieder vorgefahren mit dem Auto, mit Warnblinker. Bisschen komisches Gefühl ist das schon, ja. Und dann beim Reifenhändler abgestellt. ATU in Rastatt und die haben das erste Mal in ihrem Leben einen Tesla gesehen und die haben gleich gesagt, oh, solche Reifen, weiß nicht, aber sie haben zum Glück die Reifen, also bestellbar. Ja, also jetzt muss ich 3 Tage warten. Gut, dann ja, warte ich jetzt hier auf den Jerome, der müsste gleich kommen und dann machen wir, weiß ich, 2, 3 Videos, mal gucken, was wir machen. Gut, solange trinke ich noch einen Celsius. Ich habe heute hier, das ist das Auto von meiner Frau und die hat hier noch das Cola Celsius. Und das trinke ich jetzt, ich habe Durst. Genau. Bin ich hier beim Jerome im Auto, im Horst. Hallo, grüß dich, Jerome Brunel. Hi, wusstest du, es gibt jetzt seit kurzem in Holland einen Supercharger, der Horst heißt. Echt, wirklich? Ohne Scheiß, guck mal nach. Seit ein paar Tagen gibt es den, wenn du das jetzt ausstrahlst, wahrscheinlich so ungefähr einen halben Monat. Aber es gibt tatsächlich jetzt einen Supercharger, der Horst heißt, da muss ich unbedingt mal hin. Gut, ich weiß ja, es gibt noch einen anderen Tesla, der ist auch Horst, ne? Das ist der, ja, von Horst Lüning. Genau. Ja, ein Norddeutscher hat den ja mit sich mitgenommen. Und mit dem muss ich noch ein Wörtchen reden. Ja, meiner hieß erst Horst. Er müsste ihn eigentlich Horst 2 nennen, ne? Ja, also theoretisch. Eigentlich schon. Ich werde noch mit ihm reden. Okay, mach das mal. Ja, ist, glaube ich, ein ganz lockerer Typ. Ja, aber ein bisschen norddeutsch. Ja, muss halt ein bisschen weich, warm kochen. Ne? Ja. an der Stelle mal schöne Grüße an den Horst. Der heißt auch Horst, oder? Der heißt nur Horst, weil er Horst Lüning gehört hatte. Ne? Der hatte mal Horst Lüning gehört, genau. Der hat ihn gekauft und hat ihn dann Horst genannt. Genau. Hätte ich auch an seiner Stelle, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Cool. Wir haben uns einmal schon getroffen in Horb. Wir haben uns einmal in Horb getroffen und wir haben uns einmal in der Mäulesmühle in Stuttgart getroffen. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. Ach ja, aber da so richtig angesprochen damals. Genau, das war ganz kurz, genau. Da hat mich sehr gefreut, dich zu sehen. Ich war ganz überrascht und habe dich ja dann gleich begrüßt. Ja, schön. Und wir hätten uns auch beinahe gestern getroffen, weil ich wollte in die Mäulesmühle kommen. Und du wolltest nicht kommen, weil du wusstest, da abends singen, ne? Glaube ich so. Eigentlich war Fest von meinem Chor und es war noch eine Veranstaltung in Horb und die Veranstaltung in meiner Mäulesmühle. Ich habe dann den Chor
sausen lassen und habe dann die Veranstaltung in Horb gemacht und die Veranstaltung in der Moldesmühle. Okay. Ja. Ja. Ich war da. Ich war da. Ich war nicht da, weil ich habe das vorhin schon erzählt, das ist auch in dem Video drauf. Also ich hab mir einen Nagel reingefahren in den Reifen und. So was macht man nicht. Aber genau hier auch, ja. Ich bin hier losgefahren und dann in den Schwarzwald rein. Wir waren bei einem Kunden gestern. Ach, du hast mir den Nagel von der Straße geholt. Dankeschön. Genau, den hast du jetzt dafür nicht drin. Ja, cool. Also ja, du bist ja die Stimme im Electrify BW Podcast. Und du redest Eine der zwei Stimmen. Die Jana kennen wir schon hier auf diesem Vlog, ja. Auf diesem YouTube-Kanal. Und du bist die andere Stimme. Mhm. Und ich dachte, ist immer mal schön, wenn man Stimmen und Köpfe miteinander verbindet. Ja, ne? Ja, und wenn man ein bisschen Zeit hat und man, ja. Da ich bin ja damals zum Radio gekommen, weil ich immer neugierig war, wie sehen die Leute eigentlich aus im Radio. Und ich erinnere mich, als ich noch in der Schule war, gab es mal einen Kalender von SWF3, wo so ein Stundenplan drauf war und sämtliche Gesichter aller Moderatoren drauf waren. Die Leute haben sich fast drum geprügelt, um diesen Kalender und den anschauen zu können. Natürlich sind die Leute neugierig, wen höre ich denn da jeden Tag? Ja. Ich stehe jeden Tag mit dem gleichen auf oder mit der gleichen und wie sieht der oder der, wie sehen die eigentlich aus? Genau. Insofern, ja, es ist auch etwas, was, wie es mir so geht. Also ich möchte auch immer wissen, wie sehen denn die Leute aus, die ich da so höre. Ja. Und man merkt richtig, er ist richtig Profi, ja. Redet richtig frei, ja, macht das ohne Ass und Ass, ja, so. Schön wär's, ja. Wenn du wüsstest, was ich immer am Schneiden bin bei unserem Podcast, wenn ich das alles zusammenschneiden würde, alle Ass, ich glaube, da kämen mindestens 5 Minuten Ass raus. Also, nee, ernsthaft. Ja, okay, ja. Du, dann bist du auch nur ein Mensch. Ja, absolut. Ja, wir sitzen uns hier locker zusammen, weil du hast mir erzählt, dass du auch als YouTuber starten möchtest, ne? Und dann musst du eigentlich die Tesla Markus YouTuber Fragen beantworten, um in diese Gemeinde aufgenommen zu werden. Und dann werden wir einfach das jetzt mal kurz machen. Und zwar, ich möchte erstmal die Gelegenheit geben, dass du dich kurz vorstellst und wie du zur Elektromobilität gekommen bist. Mal so in 2, 3 Sätzen, in diesen Jerome kurzen Sätzen. Ja, ich bin jetzt nicht die Jana, ich werde dich jetzt nicht unterbrechen, ja, so wie die das öfters mal machen muss, sondern ich lasse dich einfach mal reden, ja, und guck mal, was rauskommt. Also wie bist du so zur Elektromobilität gekommen? Was ist da der Weg gewesen sozusagen? Der Weg hat schon Anfang der 90er angefangen. Ich habe damals als Hörfunkjournalist gearbeitet und wurde auf einen Termin geschickt. Guck doch mal da gibt es so einen Typ, der hat so ein Elektro-Gedöns, guck dir das mal an und mach mal einen Beitrag darüber. Und dieses Elektroauto-Gedöns, das war damals dieser CTL. Und den habe ich mir angeschaut und habe erstmal gedacht, sieht aus wie so ein Segelflugzeug ohne Flügel. Habe mich dann reingesetzt und habe dann Gas gegeben und fand es dann einfach nur geil. Und das war so der Initialpunkt, wo ich gedacht habe, boah, ist das genial. Und ich konnte es mir aber damals nicht leisten, weil ich war damals nicht so hoch bezahlt und das Teil war teuer. Ja. So wie heute, wo ich also Millionen scheffel und Tesla mir leisten kann. Hallo Bank, die nächste Rate kommt ganz sicher. Jedenfalls hat mich das ab da nicht mehr losgelassen und ich habe immer, wenn das möglich war, über Elektromobilität berichtet und es auch immer wieder selber ausprobiert, aber es passierte dann einfach nicht so viel über die 80er. Jahre. Anfang 90er war Anfang 90er das, so 91, 92 schätze ich mal war das. Und habe mich aber immer wieder damit beschäftigt und eine meiner allerletzten Hörfunksendungen überhaupt, als ich wusste, ich höre demnächst auf, habe ich gedacht, da muss ich nochmal was machen. Und ich habe dann sozusagen den Kreis geschlossen, weil ich dann mir nochmal so jemanden gesucht habe, der den CTL fährt und auch mit über den nochmal eine komplette Stunde Sendung gemacht habe und darüber nochmal berichtet habe. Ja, und dann kam der Twizy von Renault, war mir aber auch zu teuer für das, was man bekommt. Aber irgendwann gab es die gebraucht und dann habe ich mir den gebraucht gekauft für damals 5.000 Euro. Da konnte ich meine Frau noch überzeugen, dass es sinnvoll ist. Und mittlerweile fährt sie ihn meistens, weil wir dann ja irgendwann den Tesla bekommen haben. Also der ist jetzt nicht zugeflogen, den mussten wir leider per Bankkredit finanzieren. Wie lange habt ihr den jetzt? Den haben wir jetzt seit März und ist jetzt 35.000 Kilometer gelaufen. Mhm. Also das ist schon ordentlich, der ist schon kreuz und quer durch Europa gefahren und wir haben viel Spaß dabei. Und ja, also für mich kommt es einfach nicht mehr in Frage, irgendwas anderes zu fahren als ein Elektroauto. Mhm. Also ich will das einfach nicht mehr. Also wenn ich irgendwo mitfahren muss und mich da reinsetzen muss, da schüttelt es mich schon richtig körperlich. Das ist einfach vorbei für mich. Ja, wenn man mal so Blut geleckt hat, ist das... Ja, also dann ist es so, ist es einfach so. Die Beschleunigung, da müssen wir nicht lange drüber reden. Das haben schon Tausende gemacht. Aber auch einfach dieses Gefühl, da ich blase hinten nichts raus, ist einfach toll. Ich bin vorhin über den Schwarzwald hergefahren, wunderschöne Landschaft. Überall Schnee, also wirklich halber Meter Schnee und dann vor mir so ein Diesel, der mich also wirklich voll gestunken hat und ich kam an dem nicht vorbei. Das nervt schon. Ja, das stimmt.
Und dann hast du ja irgendwann mal angefangen, den Podcast zu machen. Wie lange läuft der jetzt schon von Electrify? Der läuft ziemlich genau jetzt ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Mir kommt das immer gefühlt, ist das noch viel länger. Ja, weil ich euch irgendwie, das wäre schon ewig, ne? Mhm. Das gehört irgendwie dazu schon mit der Jana zusammen. Ja. Wer ist denn da auf wen zugegangen? Wer hat als erster die Idee gehabt vom Podcast? Also ich habe ja vorher schon andere Podcasts gemacht und habe dann überlegt, okay, für welche Themen interessierst du dich? Wo könntest du noch was machen? Und da kam ich eben auf Elektromobilität. Und dann war natürlich das Problem, allein möchte ich das nicht machen, weil so Selbstgespräche ist einfach nicht mein Ding, sondern ich wollte jemanden, der sich da wirklich gut mit auskennt und habe dann nachgedacht, wo ich mich eigentlich informiere. Und da kam mir eigentlich sofort die Jana Höfner in den Sinn. Also die kam mir wirklich sofort in den Sinn. Und ich bin aber ein sehr vorsichtiger Mensch, was das betrifft, mit wem möchte ich was zusammen machen, weil es muss ja auch passen menschlich. Und ich bin dann zu Treffen von Electrify BW gegangen, in der Mäulesmühle, so wie du ja auch, und habe sie einfach so ein bisschen beobachtet, gestalkt sozusagen. Echt, ja, also ich habe ganz langsam geguckt, wie sie sich verhält und was sie so macht. Und ne? Und sie war mir da unheimlich sympathisch und dann habe ich sie angesprochen auf einer Veranstaltung auf dem Schlossplatz, bin ich einfach auf sie zugegangen und habe gesagt, hallo, ich bin der und der, ich habe das und das gemacht, ich würde gerne das und das machen und zwar mit dir. Und da war sie sehr interessiert, aber sie war damals, glaube ich, ziemlich in Stress und das hat dann noch mal ein paar Monate gedauert, bis wir uns dann irgendwann mal getroffen haben am Supercharger in Sulz. Haben wir wirklich einen ganzen Abend verbracht und uns überlegt, wie könnten wir das machen, wie kriegen wir das organisatorisch hin, was wollen wir da drin und wen wollen wir ansprechen als Zielgruppe und so weiter. Und dann haben wir gesagt, das machen wir einfach mal und dann haben wir losgelegt und das war vom Stand weg also wirklich sehr erfolgreich insofern, dass also wirklich sehr viele Reaktionen kamen und positive Reaktionen, auch negative natürlich, die gesagt haben, ist zu lang. Aber das ist halt so ein Ding bei Podcast, es ist halt keine Radiosendung, sondern du kannst halt jederzeit sagen, ich stoppe das jetzt und höre das am nächsten Tag weiter. Also ich höre zum Beispiel Podcasts, die gehen 7 Stunden. Die höre ich auch nicht am Stück. Ja. Also normal. Aber euer letzter, es war 2,5 Stunden, war schon ganz heavy. Der war schon heavy, ja. Aber wir hatten uns lange Zeit nicht gemeldet. Es gab einfach viele Themen, und die besprochen werden mussten. Und da wir jetzt auch die Möglichkeit haben, rein technisch auch längere Podcasts zu machen, haben wir gesagt, wir nehmen uns diesmal die Zeit. Ja, schön. Ja, jetzt Podcast. Das ist doch schon ganz schön viel Arbeit mit der Jana. Ja, und Jana ist ja auch eine ganz intensive Person. Ich glaube, die hat auch ganz schön viel Wissen. Ne? Da musst du immer gut gegenhalten. Macht auch immer ziemlich Spaß, euch zuzuhören. Ihr seid so ein bisschen so gegenseitig, ja, so gegenläufig. Ja, ja, Jana so mit einem extrem exakten Wissen über Elektromobilität, ewig lang schon dabei. Sag bloß nie Kilowattstunde, wenn du Kilowatt sagen musst. Ja, ich weiß. Sag's ja, die kommt mit dem Nudelholz und haut dir über die Birne. Haut dir über die Birne. Aber du stellst so die Fragen, die eigentlich uns alle so durch den Kopf gehen. Ja, so dieses, ich komme von der einfachen Ecke, ja, ich will einfach mal das Wissen jetzt, ja, jetzt erklären wir es noch einmal, das habe ich schon wieder nicht verstanden, ja. Es macht ja keinen Sinn, wenn sich zwei Leute unterhalten, die sich super auskennen in Elektromobilität und jemand, der sich noch nicht auskennt und als Hörer dazukommt, zuhört und nichts versteht, macht einfach keinen Sinn. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben uns ja an einem Abend hingesetzt und überlegt, was sind die Rollen, und ich spiele da tatsächlich eine Rolle. Wo ich tatsächlich einfach die doofen Fragen stelle. Genau. Aber ich weiß, bist nicht wirklich so doof. Nee, ich weiß natürlich, ich hoffe es zumindest. Ich weiß, dass viele denken, naja, der kennt sich ja nicht aus oder was weiß ich. Ja? Und wenn ich das höre, freut mich das auf der einen Seite, weil ich mir denke, gut, hey, du spielst deine Rolle gut. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich manchmal schon nervig, man möchte ja schon auch anerkannt werden für das, was man tut. Mhm. Aber meine Rolle in diesem Podcast ist einfach, die doofen Fragen zu stellen. Also er weiß wirklich, was der Schirm. Ich weiß nicht, ob ich der Riesen, ich weiß nicht so viel wie Jana zum Beispiel. Ja, das kann sein. Also deswegen habe ich sie mir ja auch ausgesucht, weil ich jemanden gebraucht habe, der sich wirklich auskennt und auch weiß, wovon er spricht, und man nicht nach jedem Podcast sagen muss, oh, wir haben letztes Mal das und das gesagt, aber das stimmt nicht ganz, das müssen wir jetzt mal berichtigen, sondern wo das, was sie sagt, auch Hand und Fuß hat. Ja, und dann dieser trockene Humor, den sie noch hat zwischendurch. Ja, natürlich, ja. Also, ja. Ich lache mich ja so kaputt, also wirklich, wirklich toll. Nee, und es ist ja auch Unterhaltung, also ich bin da mehr so derjenige, der auch mal sich über sich selber lustig macht oder bescheuerte Jingles einspielt oder ähnliches. Das war total bescheuert. Ja, ja, total bescheuert, ja, absolut. Ich verlinke euch das hier unten drunter. Aber darüber sprechen die Leute. Und ich möchte, dass die Leute darüber sprechen, in welcher Form auch immer. Man muss natürlich immer aufpassen, da nicht zu sehr abzugleiten. Aber grundsätzlich gilt, das muss unterhaltsam sein, das muss aber auch irgendwie lehrreich für die Leute sein, die sich damit noch nicht so auskennen. Es muss aber auch interessant für die Leute sein, die sich schon auskennen, so wie du zum Beispiel. Und jetzt machen wir den Schritt zu deiner Selbstständigkeit. Der Jerome möchte nämlich einen YouTube-Kanal starten. Ja, wenn dieses Video ausgestrahlt ist, dann habe ich ihn schon gestartet. Dann haben wir ihn auch verlinkt hier oben an der Ecke, ja, ist er verlinkt.
Nee, es ist immer da, wo die Uhr ist. Ja? Ah, okay. Du kannst ja merken. Ja? Das ist jetzt zwar auf dem Monitor. Muss man auch noch erklären, Seite, wie man das macht, das Verlinken. Ja, also ich hab dann am 1. Januar einen YouTube-Kanal gestartet. Und noch einen YouTube-Kanal. Mensch, genau. Leute, jetzt haben wir doch. Ich würde das ja überhaupt nicht unterstützen, wenn der Jerome nicht A, in Süddeutschland wohnen würde, weil wir müssen gegen die Norddeutschen ja stinken. Ja, ja? Absolut. Also das ist auch nur ein Scherz, gell? Nicht zu ernst nehmen. Ja? Und TOT Tesla. Ja, die haben sich auch schon. Wie heißt der andere? Tesla Moore, der Thomas. Nee, und dann gibt es noch den, der mit dem, nicht Bauhaus, Vorsicht, sondern weißt mit dem schon, Einrichtungshaus. Wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen auch vergessen. Aber der war ganz in der Nähe, als er studiert hat, hat er erzählt, war er in Nagold. Das ist im Grunde ein Ort weiter. Als Dennis Wittus. Ja, ist auch verlinkt. Also jetzt mal, wir machen das wieder den gut. Den gucke ich auch gerne, Dennis. Wir verlinken ihn gleich nochmal. Ja, der Dennis, der macht auch schöne Videos. Nee, als ich der Jana erzählt habe, du, ich überlege gerade, mache ich einen YouTube-Kanal. Dann sagte Jana, oh nee, jetzt nicht auch du noch. Ja, ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt, weil ich komme ja aus dem Radiobereich und es gab schon eine Zeit, wo ich mal überlegt habe, sollst du mal versuchen, so Richtung Fernsehen zu gehen, weil verschiedene Kollegen von mir, frühere Kollegen, sind ins Fernsehen gegangen, waren da teilweise recht erfolgreich. Und ich habe das aber immer abgelehnt, weil das Schöne beim Radio oder beim Podcasten ist, du kannst relativ spontan machen, du musst nicht groß ein Equipment aufbauen, sondern du hast ein Mikrofon, du hast ein Aufnahmegerät und das war's und dann legst du los. Bei Videos oder Fernsehen oder bei Videos, YouTube, ist es halt so, da musst du schon mehr planen. Mhm. Ja, also musst schon überlegen, wie ist es mit dem Licht, welche Mikrofone brauche ich, wie ist die Situation und wie kann ich das machen. Und das muss ja dann auch noch geschnitten werden und da muss es vertont werden und der Ton muss stimmen und das Verhältnis Ton, Musik muss stimmen und so weiter und so weiter. Und ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil ich habe noch einen ganz normalen Job, Fulltime. Ich mache 2 Podcasts, ich habe eine Familie mit kleinem Kind und ja, das kostet halt Zeit, so ein Video zu machen. Du hast eine Familie noch in Frankreich, ne, die du ab und zu besuchst, oder? Relativ selten, muss ich gestehen. Aber ich habe eine Familie in China, die besuche ich dann schon öfter. Ja, genau. China, deine Frau ist Chinesin, ne? Genau, die ist Chinesin und deswegen bin ich auch oft dort. Was heißt oft? Ich weiß, aber du kannst auch mal ein Video machen in China. Das ist auch eine super interessante. Ja, habe ich sogar mal gemacht. Ein Video gibt es sogar auch irgendwo. Ja, ich schneide schon seit einem Jahr dran. Echt? Okay. Nee, ich habe so ein kleines Video gemacht, wo ich was gegessen habe, was jetzt nicht so ganz lecker war. So Spieße. Ja. Nee, aber ich habe dann echt lange überlegt. Also ich habe immer die Videos von euch gesehen, von den anderen YouTubern und habe gedacht, Mensch, eigentlich würde mir das auch Spaß machen. Aber ich habe die Zeit nicht. Und dann habe ich so nach und nach so das Equipment dafür gekauft. Mikrofone, Kameras, was weiß ich. Und bin aber irgendwie nie richtig ich habe den Arsch nicht hochbekommen und ich hatte einfach nicht so viel Zeit. Und dann hatte ich jetzt mal wieder Ferien und dann habe ich einfach nochmal geguckt, wie könnte ich denn den Arbeitsablauf optimieren. Also es ist wirklich viel Gehirnschmalz verwendet worden meinerseits, um zu überlegen, wie kriege ich den Arbeitsablauf so hin, dass es schnell geht und trotzdem von der Qualität ordentlich ist. Ja. Und du kennst es ja wahrscheinlich von dir selbst, da kommt man irgendwann mal rein, ja, irgendwann weiß man, okay, du musst aus der Perspektive und du weißt, wie du schneiden musst, und dann geht das schnell. Wichtig ist schon das Aufnehmen, genau, dass du später beim Schnitt nicht so viel Arbeit hast. Genau, und das musste ich aber alles erstmal lernen. Ich habe das nie so tatsächlich gemacht. Ich habe zwar schon ab und zu mal Videos gefilmt und auch über China zum Beispiel gibt es Videos von mir, aber das ist halt alles, ja, wer will das gucken? Ja? Ja. Und jetzt machst du einfach, jetzt hast du den Markt analysiert, ja, sind viele YouTuber da, ja, aber es gibt da noch Lücken, die du besetzen kannst. Ich weiß nicht, ob ich eine Lücke besetze. Es ist halt so. Ich bin der Meinung, das ist meine Meinung. Ja? Es gibt 1000 Lücken. Es gibt, ja, wir ergänzen uns alle gegenseitig. Da ist keiner wie der andere. Und jeder, der dazukommt, der nimmt zwar Sendezeit von den anderen weg, aber der nimmt immer nur die Leute mit, die das auch sehen wollen. Wirklich, ja. Ja? Das ist, dass dann fit ist. Ich sehe uns auch nicht als. Wir sind 100 Millionen Menschen hier im deutschsprachigen Raum. Ja? Ja. Und wir haben jetzt gerade mal, weiß nicht, wer guckt uns denn? 20.000? Wenn man jetzt elektrisiert noch dazu nimmt, ja, der hat so ein paar Kids mitgenommen, vielleicht 40. Ja. Also 80 Millionen ist doch noch ein großer Markt. Nee. Also das ist für jeden was da. Ich sehe uns nicht als Konkurrenten, nee, also alle, die jetzt da in dem Bereich arbeiten und was tun, sondern ich sehe, als ich angefangen habe, mich tatsächlich für den Tesla zum Beispiel zu interessieren, als ich ihn bestellt hatte, du kennst es von dir selbst, du verschlingst alles, was irgendwo auf YouTube oder irgendwo im Fernsehen oder irgendwo über Tesla berichtet wird. Du willst alles wissen, du willst am liebsten jede Schraube kennenlernen, ja, und verschlingst dann die Videos. Da kann es gar nicht genug Videos geben, die du unbedingt gucken möchtest. So war es zumindest bei mir.
es gibt manchmal Sachen, wo ich denke, hey, das hat derjenige klasse gemacht oder was weiß ich, wo ich manchmal denke, oh, da könntest du mal anschließen an das mal überlegen. Und es kam immer so der Gedanke, hey, da könntest du noch da was machen, könntest du noch da was machen. Nun mach mal. Und ich habe immer nicht gemacht. Und, und als ich dann damit angefangen habe, so die ersten Filme zu drehen, war es dann auch tatsächlich so, dass das nicht funktioniert hat und jenes nicht funktioniert hat. Also müsste jetzt ein Video online sein von meiner Fahrt in den Europapark. Ich habe zum Beispiel, als ich in den Europapark damals gefahren bin, den Europapark am Tag gefilmt, aber als er nachts wunderschön beleuchtet war zur Weihnachtszeit, habe ich 2 Schnipsel gedreht und das war's. Und habe hinterher gedacht, bist du eigentlich Jack? Du bist extra dahin gefahren, um diese. Aber mein Sohn hat mich halt abgelenkt. Ja? Der hat dann Aufmerksamkeit gebraucht. Und ja, dann, aber das ist halt einfach das so. Das musst du halt lernen. Gestern, wo mir der Nagel in den Reifen reingegangen ist, ja. Ich meine, ich hätte das gefilmt. Das ist doch die komplett tolle Story gewesen. Natürlich. Ja, ja klar. Ja, dann hat er hier runtergezählt, ja, von 3 Bar auf 2 Bar auf 1 Bar, da hat er gesagt, jetzt rechts ranfahren und so. Habe ich nicht gefilmt, ja. Also das ist dann so. Ja, es ist alles. Ja. Ja. Man muss sich einfach mal dran gewöhnen, dann wirklich sofort die Kamera zu zücken und wirklich an Stories zu denken und dann auch sich zu überlegen, wie kann ich das schnell umsetzen, damit ich das auch zeitlich irgendwie hinkriege. Ja. Und da muss man sich natürlich überlegen, für wen mache ich das eigentlich? Also was ist die Zielgruppe? All diese Gedanken muss man sich halt einmal gemacht haben, bevor man loslegt. Und ich probiere das jetzt einfach mal. Genau, weil du kannst am Anfang nicht perfekt sein. Nee. Und du bist am Ende auch nicht perfekt, sondern du hast so eine Entwicklungskurve. Richtig. Ja. Ich gucke halt jetzt, also ich probiere es, ich werde auch einen langen Atem haben, aber ich werde natürlich genau beobachten, wie das läuft, also ob das Leute interessiert oder nicht. Also wenn ich merke, okay. Das interessiert keine Sau am Anfang. Das ist mir klar. Der Björn Nieland hat am Anfang seine ganzen Videos gemacht für niemand. Ja. Jetzt hat er, hat er 40, 50.000 Leute. Ja. Das ist ja beim Podcast nicht anders. Keine Sau, was du also du fängst an, einen Podcast zu machen und du machst das für dich. Du hast 50 Hörer. Ja, so, und du machst das für dich, weil es dir selbst Spaß macht. Genau, und machst es, weil es dir Spaß macht, weil du das mit Freunden zusammen machst. Also mein erster Podcast, den ich gemacht habe, die hieß damals Querfunk, den habe ich mit 4 oder 5 Leuten zusammen gemacht. Und da habe ich dann auch überlegt, Mensch, wie kriegst du das jetzt bekannter? Und das, dann habe ich auch eine Idee gehabt und das hat dann eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann waren wir plötzlich Platz 3 in Deutschland, in den iTunes-Charts. Aber am Anfang machst du es tatsächlich für dich. Das ist mir schon klar, dass ich da durch dieses tiefe Tal muss. Ja. Aber natürlich beobachte ich dann natürlich, wie sich es entwickelt. Ja, du brauchst halt die 10.000 Klicks erstmal, bevor du den Kanal kommerzialisieren kannst. Bevor YouTube dich mag. Hallo bevor, YouTube, ich hab dich so lieb. Vorher mag dich YouTube nicht. Ja, du musst erstmal aus diesem Tal rauskommen, wo du die 10.000 Klicks bekommen hast und dann kannst du kommerzialisieren und dann zeigt dich YouTube auch auf der Seitenleiste bei ähnlichen Videos. Mhm. Und das hat bei mir auch einen Schub gegeben. Mhm. Und dann musst du ein bisschen mit anderen YouTubern zusammenarbeiten und dann im richtigen Moment mit denen ein gemeinsames Video machen. Ich habe das damals mit dem Schräg gemacht. Mhm. Nochmal vielen Dank, Frank. Also ich habe nochmal meine Abonnentenzahlen geguckt. Das war wirklich im August, wo ich mit dir die Videos gemacht hatte. Ab da habe ich einen Schub bekommen. Mhm. Ja, aber du darfst es nicht zu früh machen. Ja, ich habe jetzt hier die E-Mais, auch nochmal schönen Grüß an den Andi, der wohnt hier in Offenburg, auch den ganz tollen Kanal angefangen und der hat mich immer wieder angerufen und sagt, Markus, ich habe keine Zuschauer. Ja. Sag, du machst so tolle Videos, mach einfach weiter. Ja. Mhm. Und das habe ich auf meinem letzten Video promotet, dann ist er von, weiß nicht, von 58 auf 108 gegangen an Abonnenten, nur durch das eine Promotion. Ja. Aber das kann man nicht oft machen. Ja. Man muss das in einem Moment machen, man kann so die Abonnentenzahlen verdoppeln mit einem guten YouTuber zusammen. Aber wenn du mit 50 kommst, kommst du auf 100. Ne. Wenn du mit 200 kommst, kommst du auf 400. Wenn du schon mit 500 kommst, gehst du auf 1000. Ja. So, das ist so ein bisschen... Nee, also ich beobachte das und wenn ich einfach merke, auch die Kommentare natürlich und alle sagen, das interessiert niemanden und das ist dann sage ich halt irgendwann mal vielleicht auch, okay, das ist nicht mein Ding, kommt offensichtlich nicht an, ich muss mir was anderes überlegen. Ja, du musst aber kann gucken, auch sein. Viele, also du bist ja vom Fach, da sind auch viele Trolls unterwegs, die dich vielleicht am Anfang mal zumüllen. Das ist klar. Ich werde da auch ein paar Namen noch geben. Ja. Ich habe auch anderen geholfen, habe ich auch mal angerufen, jetzt beim Bandik oder auch beim Nino habe ich mal angerufen, habe gesagt, hör mal den da, diskutier nicht mit dem, das bringt nichts. Das sind so ein paar Leute, die müssen wir sich ein bisschen austauschen. Da helfen wir uns gegenseitig. Es sind viele Leute da, die hier Tesla gucken wollen. Wir sind am Supercharger. Ich glaube, wir müssen mal. Es geht zu McDonalds rüber. Vorhin war ein Junge, so 10 Jahre alt, der hat alles fotografiert hier. Ja, hier am Supercharger hier in Aachen, es wundert mich gerade, es sind gerade die Stores nicht belegt. Aber, die Schweizer sind hier viel. Hier ist fast immer voll. Also ich war vor 2-3 Tagen hier, da war voll und 2 haben noch gewartet zum Laden. Ja, also das war okay, aber jetzt heftig. Zu deinem YouTube-Kanal nochmal. Ja, wir schauen einfach mal zu. Wir verlinken ihn jetzt, ja. Und wir machen mal noch irgendwie ein Full-Up-Video, wenn du mal ein paar hundert Abonnenten hast. Und dann geben wir nochmal. Und seid gnädig mit mir. Wir werden ihn jagen, ja. Manchmal ist es einfach auch so, du wirst überrascht sein, weil es kommt darauf an, wie die Leute zu dir dann ticken. Ja, du kriegst auch einige
das wird vom Electrify BW mit dem Podcast. Du wirst dich wundern, vielleicht hast du ja mit einem Schlag gleich 1000. Das kann alles passieren. Oder 100.000. Ja, oder 1 Million. Ja, oder 10 ich glaub, Millionen. Das, viel, aber, du, das kann alles passieren. Ja. Also ich wünsche dir da wirklich alles, alles Gute. Dankeschön. Und ich glaube auch, dass du einen richtig tollen Videokanal machst. Schauen wir mal. Ich bemühe mich. Ich streng mich an. Und wir schauen mal. Also, und dann sind wir vielleicht in 2 Jahren die Situation, dass ich bei dir auftrete und du mich nochmal pushst. Ja? Kann gleich was sein. Ja, nee, ohne Scheiß. Ja. Ja, du kannst jederzeit bei mir zu Besuch kommen. Ja, gut. Ja, prima. Da freuen wir uns sehr. Wenn du doch jetzt schon YouTuber bist, dann machen wir doch gleich die Fragen, die ich allen YouTubern gestellt habe. Das sind 7 Fragen. Eine lasse ich jetzt mal weg, weil das war eine FDP-Frage. Wir sind immer noch in der Wahlsituation. Ja, also die Regierung, das schafft das irgendwie nicht. Wir lassen mal die FDP außen vor. Was wolltest du werden, als du 10 Jahre alt warst, lieber Jerome? Als ich 10 Jahre war, alt war. Entweder wollte ich da Papst werden, weil ich fand das faszinierend, wie der da so gehuldigt hat. War das der Pole, war der Papst damals? Der war damals der Pole und du wirst lachen, ich habe den fast mal getroffen zum Frühstücken. Mhm. Also da gab es mal eine Situation, wo eine Ex-Freundin von mir, eine Tante, hat direkt für den Papst gearbeitet und hat uns angeboten, mit dem Papst zu frühstücken. Das ist kein Witz. Ich habe das damals aber abgelehnt, weil ich kurz vorher aus der Kirche ausgetreten war. Und dann fand ich das, heute ärgere ich mich drüber, ich hätte es machen sollen. Aber damals habe ich gesagt, nee, ich bin aus der Kirche ausgetreten, dann kann ich das nicht machen. Okay. Oder ich hätte damals mit 10, könnte sein, dass ich auch Straßenbahnfahrer werden wollte. Wobei, ich wollte eigentlich nie wirklich Straßenbahnfahrer werden, aber ich fand diese Straßenbahn halt faszinierend damals. Ich durfte sogar mal eine Straßenbahn ganz offiziell fahren in Freiburg von der Verkehrs AG, so ein 8-achsiges Teil. War schon voll elektrisch und hat mir riesen Spaß gemacht, ja. Cool. Sonst wusste ich eigentlich noch nicht, was ich da werden will. Ja, aber ist doch schon mal ganz prima. Ja. Wo verbringst du deinen Sommerurlaub? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über Frankreich und China. Oder? Ja. Kommt da noch was dazu oder ist das eigentlich so? Also ich fahre ja unheimlich gerne in die Bretagne, besonders nach Saint-Malo. Das ist so an der Nordküste von der Bretagne. Genau, das ist so noch richtig wild und da sind die Gezeiten sehr stark, das finde ich sehr faszinierend. Ich mag das Klima dort, das ist nicht so heiß, sondern eher frisch, aber ich mag das. Dieses Jahr werden wir nicht nach Saint-Malo fahren. Wir haben es jetzt noch nicht endgültig geplant, wir werden nicht nach China gehen, weil wir müssen erstmal die Raten bezahlen für das Auto. Wahrscheinlich, ich würde gerne mal so Richtung Kroatien gehen, weil da war ich einfach noch nie. Das ist schön da. Und da war ich noch nie und da möchte ich mal zelten gehen, mit dem Auto ein bisschen rumgurken dort. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr sein. Dann machen wir ein Video. Dann machen wir natürlich ein Video drüber. Ja, schön. Ja, Kroatien. Ja, da sind wir sehr, sehr gerne, auch mit dem Wohnmobil. Okay. Oder wir waren auch früher mit den Kindern, haben wir so Ferienhäuser gemietet. Ja. Ist ein wunderschönes Land. Ich habe nur mal Angst, und dass ganz, es zu heiß wird. Ja, ist sehr heiß, aber direkt im Sommer ist es sehr heiß. Also dieses Jahr waren wir auch da. Wahnsinn, 40 Grad im Wohnmobil. Das war... Eigentlich müsste ich ja diese 6 Fragen im Kopf haben, aber ich habe sie nicht im Kopf. Achso, jetzt kommt die 3. Frage, warum machst du YouTube-Videos und was treibt dich an? Ich glaube, das haben wir geklärt. Ja. Was wird dein nächstes Auto sein? Nach dem Tesla. Also es wird lange Zeit kein neues Auto geben, weil ich habe geplant tatsächlich, also die ganze Finanzierung und wie wir das rechnen, tatsächlich auf eine Mindesthaltedauer von 10 Jahren. Ja. Und da hast du ja Garantie auch. Also bis 8 Jahre hast du ja Garantie, bis 2027 will ich ihn auf jeden Fall halten. Und dann wird es wieder ein elektrisches Auto sein, aber du weißt ja, in 10 Jahren gibt es gar nichts anderes mehr. Aber ob es dann wieder ein Tesla wird oder ob es dann doch wieder ein deutsches Auto wird, weiß ich nicht. Das kommt einfach darauf an, was sie bis dahin auf die Beine stellen. Es wird das Auto sein, das meinen Ansprüchen am besten genügt. Und das war jetzt Tesla. Und was ist in 10 Jahren? Wird wir sehen. Schauen wir mal. Und es passt zu meiner nächsten Frage. Was wirst du in 10 Jahren machen? Also jetzt mit dem Auto wissen wir, du wirst in 10 Jahren ein anderes Auto dann dir aussuchen. Vielleicht. Aber so beruflich, privat, gesellschaftlich, was ist so? Na gut, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich bin ja Lehrer und das werde ich, denke ich, in 10 Jahren auch noch sein. Also da wird sich, glaube ich, nicht allzu viel tun. Was unterrichtest du? Ich unterrichte an der Werkrealschule und an der Grundschule. Also ich bin Grund- und Hauptschullehrer, nennt man das damals, und unterrichte vor allem in der Werkrealschule. Das heißt, frühere Hauptschule, die machen jetzt den mittleren Bildungsabschluss. Und da unterrichte ich von der 5. bis zur 9. Klasse, je nachdem. Gibt es da besondere Fächer oder kannst du alles unterrichten? Ich habe Deutsch und Geografie studiert, aber ich unterrichte fast alles. Fast alles. Ja. Das ist üblich an der Werkrealschule. Okay. Ist auch okay, weil ich unterrichte zum Beispiel sehr, sehr gerne Mathematik, was ich in der Schule selber eigentlich nicht so mochte. Aber als Lehrer macht mir das unheimlich Spaß und ich glaube meinen Schülern auch, zum Teil zumindest. Aber du unterrichtest eigentlich fast alles. Das geht auch. Also wenn du ein Abitur hast, dann kannst du das meiste auch hinkriegen. Ja, cool. Letzte Frage ist dein Aufruf an unsere Follower. Jetzt hast du so die erste Gelegenheit, jetzt deine
meine Follower auf deinen Kanal rüber zu schicken. Folgt mir, du willst unbedingt mir folgen und mich abonnieren. Nein, schaut es euch an. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch. Ihr kennt das ja. Und wenn nicht, dann eben nicht. Wir sind ein freies Land und jeder kann das gucken, was er will. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es viele Kommentare gibt. Ich diskutiere auch gerne. Insofern guckt es euch an und entscheidet dann selber. Super. So einfach ist das. Ich freue mich auf das Jahr 2018 mit Jérôme als YouTuber und natürlich Jérôme als Podcaster zusammen mit der Jana. Nochmal schöne Grüße an dich, Jana. Und ja, erstmal vielen Dank. Gerne. War schön mit dir. Spaß gemacht. Und wir haben es gerade noch so geschafft, bevor die Kamera ausschaltet. Da steht mein Mikro. Und da steht am Supercharger. Nein, da steht nicht am Supercharger. Da steht auf dem einzigen Platz. Ich hole mal die Karte. Wo ich stehen darf. Mal kurz die Karte holen. Jetzt schauen wir nochmal den Horst an hier. Du kannst so perfekt. Ich mach das mit. Ja, ja. Da ist der Horst. Wie sieht das hier aus? Oh, jetzt ist ausgegangen. Da ist der Horst wieder angegangen. So, jetzt haben wir wieder. Du hast übrigens genau das Armaturenbrett hier. Wie heißt das? Das billigste. Ja, das habe ich ja auch. Ich habe ja auch das billigste. Ich hatte das hier bestellt. Oder das war das Upgrade. Ich habe ja doch das Vor-Facelift bestellt. Okay. Und dann kam mir das Upgrade. Habe ich gewartet auf das Upgrade. Ab dem Lift. Wie heißt das? Facelift, genau. Und da habe ich gedacht, ich kriege auch das hier. Aber ich habe das schwarze. Also das ganz schwarze. Aber ich finde das schön. Mir gefällt das. Ich hätte gerne auch das hier gehabt. Das gleiche Mikro wie ich? Ja. Wie kommt das? Es gibt tausende von Mikrofonen. Ja, so, so sieht das aus. Und jetzt sag mir mal ganz kurz, das ist ein 60er Modell hier. Ne? Ja. Du hast ein ganz seltenes 60er Modell. Ja. Du könntest eigentlich für ein Appel und ein Ei das freischalten auf 75. Macht aber nicht, so ein blöd, Appel, oder? Und so ein Appel und ein Ei ist es nicht. Das sind immerhin über 2000 Euro. Ja, ja, im Vergleich zu dem, was es damals war, wo du es hättest gleich kaufen können. Da wären es 10.000 Euro gewesen. Deshalb meine ich Appel und ein Ei. Ja, ja. Aber es ist immer noch, finde ich, viel Geld für das, was du da mehr bekommst. Weil so viel mehr kriegst du da nicht. Genau. Weil du ja 90% lädst normalerweise, nicht 100%. Du kannst 100 laden. Wenn ich jetzt auf 100 lade, ist der Akku auf 80 geladen. Genau. Auf 80% ungefähr. Das heißt, von 80 auf 90 sind 10%. Das ist also dafür 2.000 Euro. Ja. Wenn er irgendwann mal auf 500 Euro fällt, dann mache ich es.